Dann gehen wir nämlich mal eben runter und bauen neue Drawers da rein, damit ich das alles mal sortieren kann. Bevor da irgendein Fehler passiert, ne? Dann können wir nämlich da das Holz rausholen. So. Hier ist fertig, genau. Das war hier unsere Ziegelecke. Noch eine Etage tiefer. Das ist nämlich die nicht genau. Hier fehlen nämlich die Drawers. Und hier habe ich auch keinen Platz mehr. So, direkt mal abschließen. Oh, ernsthaft. Muss ich jetzt wirklich warten, bis er vollgelaufen ist? So, jetzt muss ich noch hier, ne? So. Der ist nämlich, das System ist schneller, als du denken kannst. Leider Gottes. So, da machen wir mich auf der Seite weiter. Der wird noch gefüllt. Ist der fertig? Den könnte ich eigentlich, wenn der jetzt unten wäre, ne, wäre ja perfekt. So. Jetzt muss ich gucken. Lass mich überlegen. Jetzt habe ich den nämlich drin. Den würde ich gerne hier hinpacken. So, den müssen wir rausholen. Den können wir nämlich daneben packen. So. Da muss ich davon einen haben und davon wird nämlich gebrannt. Dann können wir nämlich das wegpacken. Habe ich keine Limetten. Das ist, ach, das ist Palmholz. Das ist Palmholz ja dann. Davon brauche ich einen. So. Den können wir da oben hinpacken jetzt. Der kommt nicht dann da rein. So. Den haben wir auch. Bam, bam, bam. Der kommt nämlich dann da rein. Was haben wir hier noch, was da rein muss? Den Slate, ne? Ja, den Slate. Den können wir nämlich dann da oben hinpacken. So, davon nehmen wir einen raus. Der wird auch gebrannt. Den brennen wir mal eben. Dann bringe ich das andere Zeug nach oben. In der Zeit. Was haben wir hier? Da hinten war Kies. Das ist unsere Kiesabteilung hier. Zumindest da ist Sandstone. Da haben wir auch Trockenbeton. Da ist Kies. Genau, ist Gravel Kies, genau. Rhyolith Gravel, was haben wir hier? Was ist das? Gabbro und Quarzit Gravel. Was ist das? Das ist Scherzsand. Da packt man den da rein und den anderen packen wir da drüber. Dann haben wir den nämlich auch schon aus den Füßen. So. Dann haben wir den auch aus den Füßen. Dann gehen wir hoch. Da sind, genau. 32, der ist wirklich, der ist randvoll. Oh, dann haben wir hier den Magenta-Farbstoff. Das ist rosa. Dann packen wir den Magenta. Hier, der ist so ein bisschen kräftiger, ne? Was haben wir hier? Violetta. Gibt es ja auch noch zigtausend Farben. Ja, sehr schön.
Das heißt aber auch, wir brauchen Granit. Ach, der ist geschisselt, deswegen geht er noch so rein. Der ist auch geschisselt. Aluminiumstäbe. Eisen, Aluminiumstab. Packen wir die doch dahin. Da packen wir die dahin. Dann, was haben wir noch? In der Kiste. Ja, wo packe ich die denn jetzt hin? Wo packen wir die denn dann hin? Packen wir erstmal das Palmholz weg. Der ist gebrannt. Ne, der noch einen tiefer, ne? Noch einen tiefer, bitte. So. Da ist er doch. Der Slate. Der Slate. Der muss dann da oben rein, ne? Genau, ja. Der muss dann da rein. Basalt. Basalt Cobblestone. Da müssen wir noch einen tiefer. Weil hier ist ja Abteilung Holz. Palmholz war das, ne? Ich bin mir aber ziemlich sicher, wir hatten das Palmholz irgendwo drinne. Lass uns mal gucken. Palm. Das ist Palmholz und das ist Palmlock. Hier morgen. Habe ich hier Pardauk, Teakbaum. Teakbaum, Grünherz. Das ist ein Ahornsetzling. Das ist ein Kirschbaum. Das ist Tropenholz. Was haben wir hier? Das ist der Jacaranda. Das ist der Koko. Dark Oak. Ahornholzbretter. Zuckerahorn. Den Pflaumenbaum. Da haben wir den Dark Crystal. Da haben wir den Crystal. Haben wir einmal hell und einmal dunkel. Den Blazing Sapling. Aus dem Nether müsste der sein. Mahagoni. Und Papaya. Habe ich kein Palmenholz hier? Sieht nicht so aus, ne? Das sieht nicht so aus. Da haben wir noch Eichenholz. Ja, wo packen wir den dann so lange hin? Was ist denn, wenn ich jetzt hier Birkenholz, 8-6 Setzlinge. Bretter 00. Dann machen wir das doch so. Passt auf. Dann nehmen wir daraus einen mit. So. So. Dann bauen wir noch ein paar Drawers. Das sind nämlich jetzt die zweifach. Nehmen wir die mit. Dann bauen wir von. Ach, du ahnst es ja nicht. Ja, jetzt will ich aber wissen, wie der aussieht. Einen müssen wir bauen. Dann bauen wir davon noch welche. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ist ja geil. Oh, ich baue mir Küchenmöbel gleich. Oh. Ist ja herrlich. Kann ich da was draufstellen? Ist ja Hammer. Oh, wie geil ist das denn? Ist ja geil. Jo, haben wir Küchenmöbel, ne? So, machen wir direkt zu. Dim, dim. Dim. Ah, ne, stimmt gar nicht. Die müssen hier raus. Stimmt ja gar nicht. Die müssen hier raus. Jetzt habe ich meine andere Axt nicht bei, ne? Ne. Dann müssen wir das schnell so machen. Und das dauert ein bisschen jetzt. Einmal. Habe ich nicht aufgepasst. Zweimal. So. Da noch einer hin, dann machen wir dazu. So. Dann kann nämlich da jetzt das Palmholz rein. Wo ist es da? So. Da kommt das Palmholz rein. Und den packen wir wieder da rein. Wobei wir könnten auch hier, ne?
So. Dann haben wir die Seite auch. Da oben noch die Sechser hin. Das passt sogar. Ja, herrlich. So. Dann habe ich noch einen über. Ja, wo packen wir den dann hin? Ja, komm, den stellen wir erstmal hier unten hin. Den stellen wir erstmal da hin, weil der interessiert im Moment nicht. So, den da hin. Was haben wir hier unten? Hier unten war er auch noch, ne? Genau, hier sind, ja, die ganzen Holzreserven. Die ganzen Holzreserven sind ja hier noch. Und dann müssen wir da irgendwann mal gucken, was ich da hinten noch in der Kiste habe. Da müssen noch jede Menge Eisen und so drin sein. Aber das gucken wir dann mal. Das gucken wir dann mal irgendwann mal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann brauchen wir für die blauen Kristalle, müssen wir dann gezwungenermaßen ein Upgrade bauen, ne? Sicher richtig. Ja. Dann brauchen wir jede Menge Birkenholz. Dann brauchen wir noch jede Menge Birken und den Schlüssel. Guck mal, den Schlüssel. Den packen wir erstmal hier. So, da packen wir den Schlüssel wieder hin. Dann haben wir den nämlich auch in Sicherheit. Ja, ich wollte genau, den wollte ich oben in der Küche. Ich wollte gucken, wie das hier aussieht, wenn wir da wirklich die Schränke dann hinbauen. Ah, was sagt die Enderperle? Die wächst. Die wächst vor sich hin. Sehr schön. Dann hast du da aus Jux und Dollerei hast du auf einmal einen Schrank in der Hand. Das ist ja... Wie geil ist das denn bitte? Und den kann ich noch befüllen. Das ist ja geil. Den kann ich befüllen. Ne, wir nehmen die raus. Wir nehmen die raus. Oh. Ist ja geil. Komm, packen wir das da rein. Das, das. Nee, komm. Das sieht doch mal hammergeil aus, oder nicht? So einen schönen weißen Schrank. Wenn du da noch hier so Hängeschränke hinmachst. Ja. Birkenholzschrank. Hier könnten wir eigentlich schön die Seite voll machen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Oh. So langsam wird es. So langsam wird es. Da könnte man die nämlich auch rauspacken. Da könnte man nämlich auch hier schön Schränke hinbauen. Ja. Hier, wie geil ist das denn? Ja, breche die Beine. Wie geil ist das denn bitte? Das müssen wir auch hier alles abreißen, ne? Hier kommt ja noch ein Zaun hin. Ja, da guckst du, Fridolin, ne? Da guckst du. Ja, ich bin sehr überrascht. So, das noch eben weg hier. Da ist schon wieder ein Setzling drin. Nein. Hier wird nichts mehr gepflanzt. Ich habe die Befürchtung, dass da ein Holzstamm ist. Ich wusste es. So, jetzt könnte alle mal runterfallen da. Da ist... Oh, da wächst schon wieder... Oh, Alter, ist doch nicht wahr hier. Die wachsen hier wie Unkraut, die Bäume, ne? Die wachsen wie Unkraut. Das sind auch schon wieder Setzlinge. Nix da. Hier wird nicht mehr gepflanzt. Hier wird gerodet. Ich brauche den Platz. Mensch, das kann doch nicht so schwer sein hier. Das ist schon der nächste. Oh, ich soll. Nee. Ist nicht wahr, ne? So. Die müssen noch raus.
das haben wir. Der muss auch noch raus. So, und jetzt müssen wir hier gucken. Normaler 3, ne? 1, 2, 3. Das heißt, der müsste ja dann auch wieder tiefer. Der müsste tiefer, das heißt, der bleibt. Ne, stimmt gar nicht. Stimmt da gar nicht. Warte mal. 3 Slabs. Doch, die müssen doch. So. Slabs. Weißt du, wir machen das anders. Wir holen die Slabs eben. Habe ich noch welche? Nein, habe ich nicht. Machen wir. Dann bauen wir uns eben welche. Dann bauen wir uns eben welche. So, 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 das, das, das. Dann bauen wir im Stall direkt die Slabs hin. Dann wissen wir das doch. So. Genau. So. Da kommt da der rote Sandstein drauf. So. Die kommen raus. Da kommt nämlich der rote Sandstein dann rein. Dim, dim, dim. Der kommt ja auch raus, ne? Da kommt der rote Dings hin. Der normale Stein. Die noch raus. Die kommen auch raus. Das Kupfer lasse ich drin. Damit kann ich im Moment nichts anfangen. Und ich habe so viel Kupfer in der Truhe unten. Und überall. Also Kupfer gibt es hier auch wie Sand am Meer. Das brauche ich im Moment gar nicht. So, da wollte ich hin. Rot. Ach, guck mal, da haben wir noch ein paar Slabs. So. Muss ich nur gucken. Roter Sandstein. Und nochmal roter Sandstein. Ein bisschen haben wir noch. Einmal. Zweimal. So. 32 Stück. Machen wir nämlich erstmal. Die müssen raus. Hoppala. So. Dann kommen da nämlich wieder die Slabs hin. Müsste hier eigentlich wieder roter Sandstein hinkommen, ne? Stehen rausschlage. Der muss hier auch raus. So. Vier habe ich noch. So. Einer noch. Hier müsste eigentlich passen, ne? Und dann müssen wir nachher gucken. Der macht ja nachher irgendwo da unten, macht er dann noch einen Abgang. Ist die Frage, reicht das von der Neigung her? Oder sollte ich dann hingehen und den ja flacher runterlaufen lassen? Aber das müssen wir dann mal gucken. Geändert kriegen wir das schnell. Hier muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Da muss ich dann mal gucken, wie wir das machen. Aber im Grunde würde das bis jetzt genau so. Ein Apfel. Das ist ein Apfel. Jetzt holen wir hier mal noch die Kies raus. Kriege ich nämlich Feuerstein für. Das ist sehr gut. Feuerstein kann man nie genug haben. Könnte ich den eigentlich auch rausholen, ne? Kies kann man immer gebrauchen. Vor allen Dingen kann ich den gebrauchen, wenn ich nachher die versenkten Ziegel mache. Damit wir die Schmelze vergrößern. Da ist der wieder weltwichtig. Was haben wir hier? Steinkohle. Da ist das Stein. Ja, das ist, wenn der Steinkohle ist, ne? Die müssen wir rausholen. Steinkohle müssen wir rausholen.
Ein bisschen Kies. Oh, da ist ja... Hallo. Was ist denn hier? Hallo. Da ist noch Diorit. Ja. Tut mir leid. Müssen wir rausholen. Diorit müssen wir ja sowieso, ne? Wisst ihr? Diorit wird grundsätzlich mitgenommen. Hab ich hier noch. Ich habe. Ja komm, nehmen wir das, nehmen wir. Dann nehmen wir das Gneis, nehmen wir mit. Werden damit die Löcher gestopft. Was soll's? Braucht sowieso kein Mensch. Wo war das Diorit? Da ist das Diorit. So. Da ist Ende. Sehr gut. Quarz. Das nehmen wir mit. Oder geht hier noch weiter? Und da ist auch noch Kohle wieder. Das ist Granit. Muss aufpassen hier. Süß. Da machen wir die Ecke dazu. Das. Den einen lassen wir drin. Ich glaube, da war aber mehr wie einer, ne? Den wir jetzt da drin gelassen haben. Das war mehr wie einer. So, nächste Reihe. Hast du kein Rosa, nimmst du Grau. Das passt auch. Dann müssen wir da hoch. Dann haben wir noch einen blauen. Haben wir alle Farben verbaut. Alle Farben verbaut. Müssen wir nur nachher gucken, dass wir das Loch dazu kriegen. Da sind die Setzlinge wieder schon gepflanzt. Nächster. So. Die sind. Ach, guck mal, da ist auch noch einer. Da ist ja auch noch einer. Was soll das denn hier? So. Soweit haben wir das schon mal. Können wir die in die Truhe packen? So. Die da rein. Das können wir auch da reinpacken. Das können wir da reinpacken. Orangen weiß ich nicht. Das kann rein. Das. Ja, kommen die Birken. Das kann auch da. Das bleibt draußen. Der kann da rein. Diorit. Marble. Der ist geschisselt. Der ist drin. Der ist auch drin. Alles raus. Werf alle. Sieht echt genial aus, ne? So. Das haben wir. Dann gehen wir schnell pennen.